Oh. Oh. Was ist das fürs Herz? Dachte ich, scheiße mir in die Hose. Und das schneidet ihr so nicht weg. Was genau hat es auf sich mit Kurt Krömers Hund? Kurt hat mir das Bild des Hundes geschenkt nach Staffel 1. Und das habe ich zu Hause bewahrt, bis ich mir dachte, na ja, komm, wenn ich schon zurückkehre, kann's der Hund auch. Liebe Freunde, verehrte Mitbewohner jedweden Geschlechts, wir wissen bis heute wenig über ihn. Er wurde am selben Tag im selben Krankenhaus geboren wie Kurt. Aber es gibt noch einige lose Enden. Deswegen, wer ist dieses Tier, bei dessen Anblick das Auge nicht recht zur Ruhe kommen will? Wir sehen hier so manche Hundeart verschmolzen. Das ist zum Teil Jack Reacher Terrier, aber weil es in Australien Shepherd, auch etwas Dachshund. Ein Mischling jedenfalls, und was für einer. Da war der Züchter seiner Zeit so weit voraus, dass sie immer noch nicht da ist. Dieser stolze Karnivor hat übrigens einen normalen bürgerlichen Namen. Jan Bolle Escobar, der Dritte. Ein Tier mit Format, nämlich länglich. Bolle Escobars Vater, ein sehr grobmotorischer Joe Cocker Spaniel namens Uwe Rammelmeier Corazon, hatte die Jagd im Blut und hetzte Trecker, bis sie außer Sicht waren. Aber eines Tages holte er gegen einen 7,5-Tonner ein klares 0:1 raus. Ja, es ist ja ein Gemisch aus Optik und Gelaber. Dieser Hund sieht so bescheuert aus. Wenn es mal nicht läuft bei dir, hier ein kleiner Tipp von mir. Dreh doch wie ein Dönerspieß und sag einfach tschüss. Beim Käse gibt es keine Mütter, aber dafür viele Väter. Mega Gag, den versteht man aber leider erst später. Oder du nimmst Penicillin. Die Packung aber bis zum Ende nehmen. Mandy knows how it goes. Ich habe die geschrieben und das sind so Sachen, mit denen ich Leute kennenlerne, aber... Ja. Ich bin jetzt ja schon schwanger, bei mir passt jetzt nichts mehr rein. Hallo, dich kenne ich doch. Du bist doch die Maus in Augenschmaus. Möchtest du ein Stückchen Käse naschen? Wieso riechst du nach Käse manchmal? Ich mag es an dir, dass du einfach auch so redest wie ich. Du bist sehr anpassungsfähig. Ja, ich kann es nicht, aber ich versuche es immer. Dieses Schweizerdeutsch, das klingt doch irgendwie wirklich grotesk. Heiland, Sackbotz, Holzöpfel und Zipfelkappe. Du kannst aber richtig gut deine Stimmbänder zum Schlackern bringen. Ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht. Ich bin dankbar darüber. Du bist ja so wie Bully im Control Room, ein echter Hingucker. Oh Gott, ich kenn den. Ich kenn den. Das ist der Jodler. Oh Gott. Den gibt's doch. Komm, wir haken ein. Scheiß auf alles. Oh, es ist vorbei. Und nein, 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 nein. Das muss nicht sein. Ja, bravo, bravo! Ach, Meltem, mein Gott, nochmal! Ich
finde aber schön, dass euch die Meltem die Stange hält. Ja, nur, dass ich tot bin in der Nummer. Das sah aus, als wenn sie einen ohnmächtigen Thorsten Sträter zu ihrer Rechten trug und einen sehr stark gehbeeinträchtigten Olaf Schubert zu ihrer Linken. Ich denke dann immer, da sitzen echt Leute, die drucken mein Gesicht aus und kleben es auf den Luftballon. Was für eine schöne kleine Geste. Ein Crash-Test-Dummy. Ja, ist mein Nebenjob. Ach ja? Möchtest du uns auf eine Nummer vorbereiten? Nö. Bringst du Altglas? Ich hab was zu trinken mitgebracht. Ich wollte euch erzählen, wie geil das ist, wenn man unabhängig ist. Es läuft ja mittlerweile auch im Moment für uns alle nicht so. Und deswegen habe ich eben einen Job angenommen als Crash-Test-Dummy. Ist aber groß, es bleibt nichts zurück. Also du hast keine Probleme. Ja, also herein. ein Knallerjob. Das Gehirn ist cool, weil du kannst. Welches Gehirn? Alles kein Problem. Eieiei. Da ist jetzt aber nichts kaputt gegangen bei dir. Nee. Es ist eigentlich kein Problem, wenn man als Crash-Test-Dummy, wenn man so ein bisschen nebenher arbeitet. Crash for Cash. Lieber Onkel Peter, wie geht es dir? Mir geht es gut. Meine Füße sind ziemlich geschwollen vom Wandern. Ich habe auch einen nassen Po getroffen. Der war ziemlich unflick. Ich habe zu ihm gesagt, hey, bist du nicht der alte Po von Tante Gerda? Er sagte, na klar, willst du einen leckeren Geneva in die Fresse? Ich sagte sofort. Ich sagte sofort, du bist ja wohl total weggetreten. Nina, hör sofort auf! Das will keiner hören, keiner! Weißt du nicht, dass ich einen sehr großen Ding-Dong im Rucksack habe? Der wird ganz schön explodieren, wenn er sieht, wie du den bedienst. Ich muss jetzt schnell zum Arzt. Wow. Es gibt tausende Anekdoten über Fipsi. Ich kann sie gar nicht alle vortragen. Deswegen kommen jetzt ihre besonderen Wegbegleiter zu Wort. Nämlich ihr. Olaf, komm doch bitte nach vorne und sag ein paar letzte Worte für Fipsi. Klar. Oh Gott. Gefährlich, brandgefährlich. Ich muss sagen, das ist das die Träge. Ab da gibt es. So, also das Haus ist jetzt sehr schön. Gott. Das ist einfach. Das ist hier so. Das ist so. Alles. Danke. Geh weg. Danke.